Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Part von Professor Layton. Und wie es aussieht, können wir endlich geradeaus weitergehen. Genau. Seht mal, die ganzen Buden. Das ist wirklich ein tolles Fest. Oh, all das bunte Treiben. Das gefällt mir. Sollen wir uns einen kleinen Rundgang gönnen und uns alles genau anschauen? Oh, ja, bitte. Ja, ja. Schon klar. Hier ist ein Typ. Der sieht lustig aus. Er heißt Jack. Oh, welche Tristesse, einem verehrten Menschen Adieu sagen zu müssen. Als sie noch klein war, da las ich ihr Geschichten vor, wie sie einschlief. Sie sah aus wie ein Engelchen. Oh, Schmerz der Trennung, weiche aus meiner Brust. Kennst du diese Emotion? Jüngling, das ist mir selbst noch nie widerfahren und ich habe auch nie darüber nachgedacht. Oh, gräm dich nicht, als ich ein Knabe in deinem Lenzen war, war solches Leid auch mir unbekannt. Verzeiht mein klägliches Spektakel, ich möchte nun empfehlen. Ob er gleich von jemandem verlassen wurde? Aber nein, er wird irgendwie etwas anders, oder? Denk nicht weiter darüber nach, Luke. Ein wahrer Gentleman mischt sich nicht in die Gefühlsangelegenheiten anderer ein. Sie haben recht, Professor. Da wird er auch niemals eine Freundin haben. Und da gibt's neues Rätsel. Von Albert. Hallo Freunde, sehr erfreut. Ich bin Albert und ich studiere die Geschichte von Dropstone. Ihr scheint da allerhand Fragen zu unserem schönen Dorf zu haben. Bei mir seid ihr genau richtig. Wenn ihr mir dieses Rätsel löst, werde ich, der Mann vom Fach, euch jede Frage beantworten. Rätsel 53. Nur die Herren. Hier siehst du einen Reigen aus Herren und Damen. Wähle eine Person und zähle sie als 1. Zähle von ihr aus 2, 3, 4, entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn. Bis zur 6. Person und streiche diese durch. Wiederhole dies ab der Person, die der Ausgeschiedenen folgt. Ziel dabei keine durchgestrichenen Person. Wenn du bei der richtigen Person anfängst, wenn du alle Damen kannst du alle Damen streichen und nur die Herren bleiben übrig. Kreise diese Person ein. Denke daran, entweder nur im oder nur gegen den Uhrzeigersinn. Überlegen wir mal. Wenn wir jetzt mal bei ihr anfangen, dann zählen wir mal. Wie soll ich das zählen? Zähl von ihr aus. 2, 3. Nee. Das ist 1. Hilfe. Und dann will eine Person und zähl sie jetzt 1. Okay. 1. Zähle von ihr aus. 2, 3, 4. Entweder immer. Achso. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Streichen wir durch. Fängt von vorne an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durchstreichen. Dann fängt er von hier nach dazu wieder 1, 2, 3, 4, 5, über 6. Das heißt, die hier ist es nicht. Dann machen wir hier mal ein Strichchen. Fangen wir bei ihr einfach an. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geht genauso wenig. Machen wir hier einen Strich und bei ihr einen Strich. Fangen wir bei ihm an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geht genauso wenig. Machen wir hier einen Strich, hier einen Strich, hier einen Strich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geht genauso wenig. Fangen wir bei ihr an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durchstreichen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt hilft bei ihr los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut zu wissen. Das ist er nicht, er nicht, er nicht, sie nicht und sie nicht. Jetzt hier wir anfangen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann man hier auch einen Strich hin machen. Wenn wir bei ihm hier anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und durchstreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durchstreichen.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay. Dann sind das jetzt der und der nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luke ist es auch nicht. Fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durchstreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, nein, 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 nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch nicht. Okay, fangen wir bei dem Fetten an, jetzt bei dem Mann hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durchstreichen. 1, 2, 3, 4, 5. Durchstreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durchstreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, es muss eigentlich sie hier sein. Wir zählen einfach nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durchstreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Hä? Okay. Ach so, oder gegen. Oh, scheiße. Ja, gut. Jetzt haben wir alle im Uhrzeigersinn. Jetzt können wir alle gegen Uhrzeigersinn machen. Wie schön. Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt euch das sagen, ich mache kurz eine Karte und dann sage ich euch das. Wartet kurz. So, und bin schon wieder da. Und es ist der alte Mann. Man muss einfach gegen Uhrzeigersinn. Das heißt, ich will selbst nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durchstreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durchstreichen. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durchstreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, egal, es ist. Ich verstehe schon, auf den kommt auf jeden Fall. Es ist der hier. Ja. Kein Rätsel ohne Lösung. Ich kapier trotzdem nicht warum. Aber naja, was soll's. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Toll gemacht. Wenn du von diesem freundlichen Herrn aus anfängst, gegen Uhrzeigersinn zu zählen, kannst du halt dann durchstreichen. Anscheinend ja. Ich kann's nicht, aber irgendwie geht's anscheinend. Vorbildlich gelöst. Oh, ich bin ganz entzückt. Gut. Dann fragt mich alles, was ihr über die Geschichte Dropstones wissen möchtet. Nur zu. Es ist nicht ganz dasselbe Thema, aber ist ihnen die Schatulle der Pandora ein Begriff? Es handelt sich um ein Relikt, das seinen Namen der bekannten Sage der Büchse der Pandora verdankt. Das mag ja unglaublich klingen, aber das liegt jenseits meines Fachwissens. Tut mir sehr leid. Aber ich kann euch sagen, dass viele Leute hierorts nicht gut auf Hokuspokus zu sprechen sind. Seltsame Objekte, verwunschene Dinge, Flüche, solches Zeug eben. Es ist seltsam, denn die Geschichte dieses Ortes scheint nicht ganz frei von solchen Themen zu sein. Aber mehr kann ich euch dazu leider auch nicht sagen. Bitte entschuldigt. Tja, Thaddeus. Ist halt so, ne? Geh dafür die Ausbau nach links. Da hinten sind noch mehr Buden. Los, schauen wir nach, was es dort alles gibt. Wo? Dann halt hier. Ist mir doch egal. Schauen Sie sich nur die lustigen Kuhballons an. Es scheint, dass die Dorfbewohner hier einen Schauwettbewerb für Rindzüchter veranstalten. Ein Wettbewerb für Kühe? Das klingt lustig. Ja, es ist sicher sehenswert, aber anscheinend werden im Moment noch Vorbereitungen getroffen. Wir können uns ja den Rest des Dorfes ansehen, während wir warten. Gerne. Lasst uns einfach wieder her zurückkommen, wenn der Wettbewerb losgeht. Juhu! Ja, erkunden wir das Dorf. Meine Güte, so. Wenn wir uns hier nicht haben wollen, dann gehen wir halt wieder. Dann gehen wir halt links lang, was gerade nicht ging. So, und hier ist gerade das, oder? Hier? Ja. Das sah schon so verdächtig aus. Sprecht noch mal den Postboten an. Porto, ich vergesse nie ein Gesicht, aber euch habe ich noch nie gesehen.
Ihr seid bestimmt mit dem Molentary Express unterwegs, stimmt's? Da ihr nicht von hier seid, erzähle ich euch ein paar wissenswerte Sachen über Dropstone. Nein, nein, ihr braucht mir nicht zu danken. Ich sehe doch, wie interessiert ihr seid. Also wenn ihr einen Namen in Dropstone kennen müsst, dann ist das der Name Anderson. Sir Anderson ist nicht nur der reichste Mann Dropstone, das Dorf gehört praktisch ihm. Aber er ist ein wunderbarer Mensch. Sogar mich, den Postboten. Er sagt sehr viel über einen Menschen aus. Wenn er selbst dem Briefträger mit Respekt begegnet. Leider hat auch er seine Sorgen. Im Moment macht ihm seine Tochter arg zu schaffen. Dabei fällt mir ein, gerade traf ich ein ziemlich zwielichtiges Duo, das zur Anderson Villa wollte. Die beiden sagten, sie seien Polizisten aus London, aber sie kamen mir sehr verdächtig vor. Zwei Personen, ja? Könnten das Inspektor Jamie und sein Gehilfe gewesen sein? Jamie, wie? Ja, das war er. Er meinte, er wäre im Polizeiauftrag unterwegs, um mit Sir Anderson zu sprechen. Welche Verbindung könnte denn zwischen Sir Anderson und der Statue der Pandora bestehen? Nun, dem Anschein nach handelt es sich bei Sir Anderson um den wichtigsten Menschen hier im Ort. Es liegt nur nahe, dass er darüber Bescheid weiß, wer oder was durch diese Region reist. Ja, ein großes Tier ist er allemal. Da haben Sie absolut recht. So geht der Besitzer des Molentary Express, stattet ihm Besuche ab, wenn er auf der Durchreise ist. Ich wette, die beiden Polizisten werden gerade in Sir Andersons Anwesen fürstlich bewirtet. Aber genug davon. Heute wird im ganzen Dorf gefeiert. Los, schaut euch um und amüsiert euch. Erstmal gehen wir hier rein. Mann, sieht die lustig aus. Gibt's da was? Ja, gut, so, hier noch irgendwo. Auf jeden Fall noch ein Rätsel. Diese Katzenpuppe ist ja äußerst ausdrucksvoll. Oh ja, die ist süß. Hey Professor, wenn Sie Katzen mögen, dann hören Sie sich doch mal dieses Rätsel an. Rätsel 51, Katzenbilder. Eins der drei Bilder A, B und C ist das gleiche wie das Schwarz-Weiß-Bild ganz links. Erkennst du welches? Das Bild ganz links ist spiegelverkehrt abgebildet. Und dazu wurde es auch noch in ein Schwarz-Weiß-Bild verwandelt. Auf dem Hell-Dunkel vertauscht wurden. Okay. Auf jeden Fall ist es nicht C, oder? Also entweder ist es C oder ist es C nicht. Ich suche bei den drei Bildern hier Unterschiede erstmal. Einen Unterschied habe ich glaube ich schon gefunden und das ist hier dieses, das Schwarze hier. Und dass das hier viel dünner ist, ist das hier glaube ich nicht. C auch schon mal nicht. Würde ich mal so sagen. Inzwischen noch so zwei Unterschiede zwischen den beiden finden. Das ist aber schwerer als gedacht. Naja, so schwer ist es jetzt nun auch nicht. Okay, das ist schon mal nicht wegen dem Schwarzen hier. Geh von oben nach unten. Okay, gefunden. Hier, da die Augenbrauen, da die Augenbrauen. Da muss doch das hier auch länger. Ja, genau. Dann muss es doch nun eigentlich ganz logisch B sein. Und das ist richtig. Ah, ganz famos. Perfekt. Oder wie Professor Layton sagen würde, ganz famos. Und jetzt spricht mal die alte Frau an hier. Mit der Riesennase. Guten Tag. Ich glaube nicht, dass ich sie hier schon mal gesehen habe. Dürfte ich ihren Namen erfahren? Aber gerne. Ich bin Herschel Layton, Professor der Archäologie an der Gressenheller Universität. Sehr erfreut, willkommen in Dropstone, Professor Layton. Ich bin Dorothea, Angestellte der Anderson-Familie. Was führt Sie in unser bescheidenes Dorf? Mein Begleiter und ich suchen ein Artefakt namens Schatulle der Pandora. Haben Sie davon gehört? Die Schatulle der Pandora. Mir ist lediglich die Büchse der Pandora ein Begriff, aber die suchen sie vermutlich nicht. Der gnädige Herr interessiert sich allerdings sehr für solcherlei Antiquitäten.
Der gnädige Herr? Oh, verzeihen Sie. Ich hatte ja nicht ganz vergessen, dass Sie nicht von hier sind. Hier im Dorf gibt es niemanden, der ihn nicht kennt und schätzt. Ich verstehe. Glauben Sie, dass Sir Anderson uns auf einen Besuch empfangen würde? Normalerweise würde er das sicher mit Freuden, aber zurzeit hat er schlimme Sorgen. Es ist deine Frau Tochter, wegen der er nachts kein Auge mehr zubekommt. Ich möchte nicht allzu neugierig erscheinen, aber was mag zwischen den beiden vorgefallen sein? Nun also, unter uns. Deine Frau Tochter hat vor, heimlich eine Zugreise anzutreten. Allein. Eine Zugreise? Allein? Wollen Sie damit sagen, dass sie von zu Hause fortlaufen will? Ja, das will sie. Und was noch schlimmer ist, der Herr scheint bereits Verdacht zu schöpfen. Aber nach einiger Diskussion haben wir Angestellten uns entschlossen, sie mit Respekt zu verabschieden. Sie erlauben der jungen Dame, sich allein auf eine Reise zu begeben? Wieso, wenn ich fragen darf? Es ist so, sie tritt ihre Reise an, um den letzten Wunsch ihrer Frau Großmutter zu erfüllen. Oh, ich verstehe. Darf ich mich erkundigen, worin dieser Wunsch bestand? Nun, ich habe nur hier und dort wenige Worte darüber gehört, also kann ich nicht viel dazu sagen. Aber eines ist sicher, die Sache liegt Frau Anderson über alle Maßen am Herzen. Oh je, ich bin schon wieder am Plaudern, dabei müsste ich doch das Abendessen zubereiten. Bitte entschuldigen Sie mich, Professor Layton. Ich muss wirklich zu meiner Arbeit zurückkehren. Bitte, nur eines noch. Ach, sie ist schon weg, schade. Also für mich klang es irgendwie nicht so, als würde Sir Andersons Tochter bloß in Urlaub fahren. Und doch scheinen die Angestellten sie dabei zu unterstützen. Wie eigenartig. Ja, allerdings. Stell dir vor, was ihr Vater sagen wird, wenn er erst das ganze Spiel durchschaut. Die Angestellten müssen einen wahrhaft guten Grund haben, dieses Geheimnis für sie zu hüten. Aber was kann das nur sein? Irgendwie erscheint mir Robson immer ungewöhnlicher. Nicht nur dir, Luke. Aber genug der Spekulation. Lass uns weiter das Dorf erkunden. In Ordnung, Professor. Alter, war das viel Gelaber. Ist ja schrecklich. Okay, der hat noch ein Rätsel für uns. Der Wendersen. Hallöchen, darf ich mich vorstellen? Ich bin Wendersen. Ich reise durch die ganze Welt, aber im Moment sitze ich leider in diesem Dorf fest. Ich versuche mir eine Fahrkarte für den Molentail Express zu sichern, aber es ist nicht leicht. Ich habe versucht, Herrn Beluga mit einem meiner Rittel freundlicher zu stimmen, aber nun sagen wir, er war nicht sehr angetan. Hier, vielleicht könnt ihr es ja lösen. Okay. Rätsel 45. Wo ist mein Seesack? Ich schon mal so ein beschissenes Rätsel. Reisen macht Spaß, aber das Gepäck kann manchmal Nerven kosten. Leider steckt dein Seesack wieder mal im hintersten Winkel des Gepäcklagers und der nette Angestellte sagt, dass zu viele andere Stücke im Weg stehen. Aber selbst ist der Weltenbummler. Verschiebe die Blöcke und den Seesack, um diesen bis nach unten zum Ausgang zu bewegen. Alter. Ich hasse so welche Rätsel. Tja. So. Bringt nichts. So. So vielleicht, dann so, dann so, dann so. Dann so, dann. Tja, Thaddäus. Schade. Doch. Ja! Ja! Dann wollen wir mal sehen. Ja! Ja! First Try, Digga. Das war ein verfickter First Try, Leute. Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Part wieder.